Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, es ist wieder soweit. Wir können uns wieder auf die Suche machen. Ich habe jetzt heute noch gar nichts gemacht, weil ich noch gar nicht hier war. Also im Spiel war, weil ich noch einige andere Sachen aufgenommen habe. Wir sollen irgendwo im Wald der Tapferkeit nach der nächsten Socke suchen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo die sich befindet, ob man danach buddeln muss, ob die jetzt einfach so auf dem Boden liegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die genauso wie die anderen davor auch einfach auf dem Boden liegen wird. Achso, ich dachte gerade schon. Ja, der Wald der Tapferkeit geht hier, glaube ich, noch das Stück rein, ne? Genau. Können wir hier also eigentlich auch noch in Ruhe gucken. Es steht hier natürlich wirklich noch irrsinnig viel Zeugs rum. Normalerweise hätte ich gesagt, ich suche die erstmal und dann hole ich euch hinzu. Aber ich bin ganz ehrlich, ich war so aufgeregt, dass wir endlich weitermachen können mit dem Sockenproblem hier. Und wie ich ja schon mal erwähnt habe, ach, nee, das ist was zum Ausbuddeln. Wie ich ja schon mal erwähnt habe, das Sockenproblem führt uns an Stitch heran. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Dreamlight, sehr schön. Aber ich finde die Socke nicht. Das Problem sind auch natürlich die Bäume. Man sieht nicht allzu viel, wenn man sich dreht. Oh, ich habe die Socke. Die Socke. Die Socke. Moment, ich muss mal eben einen Screenshot machen, wo ich sie gefunden habe, damit ich das im Nachhinein noch weiß. Yes, sprich mit Mickey zum Zerstören gebaut. Oh je, oh je. Sprich mit Mickey, Christoph und Merlin. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ein ganz schlechtes Gefühl. Christoph und Merlin. Merlin ist hier unten. Nur aufgrund der Uhrzeit habe ich ehrlich gesagt gerade ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich Bitte, muss bitte, ganz schnell hilf mir machen. doch kurz. Ich kann jetzt gerade nicht. Ich muss ganz, ganz schnell Hier bin ich. machen. Wir müssen Hallo. reden. Ja, würde ich gerne, aber du backst hier gerade. Wieso kann ich dich nicht ansprechen? Jetzt. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Was hast du denn da gegen Fähren? Oh. Du liebe Zeit, meine Socke, die habe ich schon überall gesucht. Eine liebe Freundin hat sie vor langer Zeit für mich gezaubert. Sie sind mein liebstes Paar. Wenn ich sie in der Hand halte, kann ich mich fast an ihr Gesicht erinnern. Moment mal, es sieht so aus, als wäre diese Socke ein bisschen angesabbert worden. Entschuldige, das ist ja selber von einem Außerirdischen. Außerirdische, sagst du? Da läuft jemand herum, klaut die Sachen von jedem und wirft sie überall herum. Du hast vielleicht gehört, was Donald darüber gesagt hat. Ja, ich habe gehört, wie er von irgendwelchen Außerirdischen gesprochen hat. Aber wir haben hier schon genug magische Verwirrungen, ohne dass wir uns deswegen Sorgen machen müssen. Du glaubst also, dass Donald auf dem falschen Dampfer ist? Oder vermisst du noch etwas anderes? Jetzt, wo du es erwähnst, jemand hat Bücher gestohlen, in der Dreamlight-Bibliothek für viel Aufruhr gesorgt. Vielleicht finde ich dort einen Hinweis. Danke, sehr freundlich von dir. Okay. Gehen wir mal ganz schnell rein. Hier gibt es aber nichts mit Hinweis. Ich kann hier nur Sachen kaputt machen. Ich wollte gerade sagen, wieso nimmt der das jetzt nicht an? Da war gerade was. Hebe ihn auf. Ja, ich habe den schon. Ja? Bringe ihn Donald. Okay. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Donald, Donald, nicht abhauen. Du räudiges Stück gebogener Entenschnabel. Hä, wo ist der jetzt hin? Donald? Och nee, der ist jetzt nicht ernsthaft hier hochgelaufen. Donald! Sag mal, geht's noch? Nein, ich will nicht ernten. So, geheimnisvolle Kralle. Oh Junge, sieh dir das an. Das ist der Beweis. Dieses Stück von einer Kralle muss von einem Außerirdischen stammen.
Hast du immer noch dieses seltsame Gerät? Aber sicher! Und es piepst ganz schön laut. Ich werde das Krallenstück hineinlegen und sehen, was passiert. Ah! Was geschieht hier? Alles leuchtet. Auf dem Bildschirm steht DNA-Übereinstimmung. Autorisierung 100% vollständig. Bitte stelle ein Funkfeuer auf, um das Landeprotokoll einzuleiten. Halte zu deiner eigenen Sicherheit Abstand. Was bedeutet das? Ich denke, es bedeutet, dass dieses Ding eine Art Anflugfunkfeuer ist. Wir müssen es irgendwo aufstellen, dann wird das außerirdische Schiff landen. Danach können wir die sockenklauenden Außerirdischen fangen. Sehr schlau, Gameplayerin. Jetzt wird niemand mehr an mir zweifeln, wenn ich das nächste Mal etwas Verdächtiges in der Gegend bemerke. Wir sollten es sicherheitshalber auf dem Schädelfelsen am schildernden Strand aufstellen. Das war wohl ein Ja. Manometer, was? Achso, ich habe fantastische Nachbarn, ja gut. Okay, Hallöchen. Ein perfekter Tag für ein Picknick. Ja, mach du mal ein Picknick. Der ist so klein, den übersieht man direkt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich hier hin? Wenn er jetzt aber wirklich damit kommt, würde ich sagen, dass wir hier mal so ein bisschen Platz machen. Ich weiß ja nicht, was jetzt hier alles passiert. Nö, so von der Größe her. So, da noch ein bisschen freiräumen. So. Das freiräumen. Das auch. Zack. Ich bin so aufgeregt. Ich würde es am liebsten direkt machen. Aber ich möchte ja auch, dass er ankommt. Und dann ist es schön. Also ich hoffe, dass er jetzt damit direkt ankommt. Ja. Und die Blümchen. Die Blümchen hätten wir jetzt eigentlich stehen lassen können. Die Blümchen sind ja eigentlich schön. Aber dieses riesige Ding hier, das muss auf jeden Fall weg. So. So. Und die Dinger machen wir nochmal eben weg hier. Die beiden. Und dann ist die Insel erstmal frei. Weil das Schöne daran ist, dann kann ich das auch bald mal umstellen. Weil ich wollte ja eigentlich Vajana nach hier hinstellen. Wobei ich jetzt das Ding da vorne hingestellt habe. Das passt natürlich jetzt gerade so schön zu Vajana. Muss ich mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wir sollen es auf jeden Fall irgendwo hier aufstellen. Ist das egal, wo? Achso, mit F muss ich das wahrscheinlich machen, ne? So. So. Ist das cool? Hallo, Stitch. Was? Puh. Iki pa chuta. Da chadi me. Stitch. Arg. Du hast Stitch Schiff abgestürzt. Das war nicht meine Absicht. Ach so. Ja, wir wollten dich nur davon abhalten, alle Socken zu stehlen. Genau. Frovo no Pogi. Mein Schiff kaputt. Deine Schuld. Ich glaube, dein Schiff war auch vor dem Absturz schon defekt. Es schien, als hättest du Probleme, es zu steuern. Jack. Mega Uitume. Ikapatuka. Ist gut. Danke. Oh, ist gut. Danke, sagt er. So niedlich. Oh, Stitch, ich mag den total gerne. Ich habe den blauen Außerirdischen aus seinem Raumschiff springen sehen. Ich kenne ihn aus der Zeit vor dem Vergessen. Sein Name ist Stitch. Er liebt das Chaos zu verursachen. Aber ich glaube, durch das Vergessen ist er noch unruhiger geworden als vorher. Weißt du, was das bedeutet, Donald? Du hattest die ganze Zeit recht. Es gab einen Außerirdischen, der alle Socken geklaut hat. Ich wusste es. Niemand hat es mir geglaubt. Ich war der Einzige, der es durchschaut hat. Ich denke, es gibt wichtigere Dinge, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Ja, da hast du wohl recht. Aber wir können nicht zulassen, dass Stitch im Dorf herumläuft und Sachen zerstört. Wir müssen ihn einfangen. Aber wie?
Sein Raumschiff wurde zerstört. Ich schätze mal, das war sein einziger Ort zum Leben. Er schien ziemlich wütend darüber zu sein. Vielleicht sollten wir damit anfangen, deinen Onkel Dagobert zu bitten, ihm ein Zuhause zu geben. Das ist eine gute Idee. Auf diese Weise macht Stitch sein eigenes Haus kaputt und nicht meins. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen... Ach, dich kann ich noch gar nicht bitten. Hallo. Hallo. Hi. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist süß. Ich will ein Foto mit dir machen. Komm, Stitch, wir machen ein Selfie. Moment. So. So. Und so. Och, Wolli. Immer diese Fotobomben. So. So. Dann fällt er vielleicht nicht so auf. Mach den Arm runter. Jetzt fällt er doch auf. Na. Ah. Mach den Arm runter. Jetzt sind sie beide am Lachen. Na gut. Okay. Ja, ist das schön. Ich freue mich total darüber, dass Stitch da ist. Jetzt müssen wir... Moment. Aufstellen? Ich muss doch erstmal mit ihm sprechen, oder nicht? Ach so. Oh. Aber wo mache ich das dann hin? Der ist ja eigentlich... Der gehört ja eigentlich nie an den Strand. Hm. Soll ich den in den Wald machen? Aber da passt der auch nicht so richtig rein. Eigentlich würde ich sagen, ich tue ihn jetzt erstmal hier auf die Wiese oder so. Hier ist jetzt alles schon ziemlich voll. Wobei hier könnten wir... Wo ist denn hier der Eingang? Auf der Seite, ne? So. So. Jetzt habe ich irgendeine Laterne zwar wieder zurück, aber egal. So, dann gucken wir mal. Der bleibt ja auch nicht für immer da. Das ist ja jetzt nur für jetzt. Das wird jetzt hier erstmal so. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich hoffe, ich habe Anna jetzt eben nicht erschlagen. Gameplayerin, der kleine blaue Kerl läuft im ganzen Tal Amok. Ist der nicht ein bisschen destruktiv? All diese Sachschäden. Ach, mein Geldbeutel schmerzt schon alleine bei den Gedanken daran. Wir sollten ihm einen Ort zur Verfügung stellen, den er nach Herzenslust verwüsten kann. Für 10.000. Das Haus von Stitch kaputt machen. Nee, das Haus, das Stitch kaputt machen kann, damit er nicht das Tal kaputt macht. Hervorragende Idee. Gut, dass ich daran gedacht habe. Jetzt mach dir keine Sorgen. Ich werde das im Handumdrehen erledigen. Es ist ja schließlich dringend. Eigentlich gehört das schon mehr unten zum Strand, ne? Ich meine, da sind die ganzen Surfdinger. Ja, eigentlich, klar. Ich glaube, sie hat ja auch irgendwie... Boah, ich habe die so lange nicht mehr geguckt. Hatte sie gesurft oder so? Ich weiß es nicht mehr. Also das Mädchen, die Lilo. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können oder so? Ne, ne? Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, dass ich den... Achso, finde Stitch und erzähle ihm. Ah, okay. Stitch, der ist wahrscheinlich jetzt komplett woanders. Ich würde nur mal gerne... Könnte natürlich... Weil das sieht jetzt hier wirklich irgendwie doof aus, finde ich. Wir könnten das natürlich mitnehmen. Kann ich das erstmal hier absetzen, Leute? So. Moment. Achso, Baum kann man mitnehmen, aber den Stein hier nicht. Die anderen Steine konnte man doch alle mitnehmen, hä? Das geht also auch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Oh, das ist doch gemein. Dann... Das ist jetzt gerade irgendwie alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof. Aber ich stelle es jetzt... Hallo? Bewegst du dich mal bitte? Hallo? Oh, dass das so komisch rumbackt, das verstehe ich nicht. Ja? Komm.
Na komm schon. Stell dich doch einfach zumindest so halbwegs. Na, es ist jetzt zumindest so halbwegs. Egal, was soll's. Wo ist er denn? Da ist er. Gehen wir mal besser zu Fuß rum, weil sonst haut er wahrscheinlich auch wieder ab. Also ich muss wirklich mal gucken, dass ich das alles gut, Donald. Hallo. Mein Name ist Stitch. Du wieder? Feboggo. Ich wollte mich entschuldigen. Es war nicht unsere Absicht, dein Raumschiff zu zerstören. Als Wiedergutmachung haben wir dir einen besonderen Ort im Dorf aufgebaut. Nur für dich. Besonderen Ort? Besonderen Ort wie zu Hause? Ohana? Eigentlich war das ja Familie, ich weiß. Genau. Oh, Stitch möchte zu Hause haben. Ich bin Gameplayerin. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an diesen Ort wegen des Vergessens. Himmel wurde dunkel und böse Nachtdornen wuchsen. Stitch geht ins Schiff, Hilfe holen für alle. Aber brauche Treibstoff. Also komme zurück. Finde Dinge zum ins Schiff packen, damit Schiff schneller ist. Was für Sachen hast du in dein Schiff gepackt? Viele Sachen. Socken, Bücher, Nachtdornen. Du hast versucht, Nachtdornen als Treibstoff zu verwenden? hat das funktioniert? Nein, nicht gut. Dann macht Nachtdorn meinen Kopf nicht gut. Hab mich verlaufen. Jetzt ist alles gut, Stitch. Gameplayerin Ashibaba bist meine Freundin. Wir sind hier alle Freunde. Willkommen zurück im Dreamlight Valley. Versprich mir nur, dass du all die Socken zurückgibst, die du stibitzt hast, okay? Ja. Ja, versprochen. Hagada! Wo sind da alle Socken drin? So. Ja, jetzt ist er natürlich direkt schlafen gegangen. Willst du mich veräppeln? Gut, dass wir da eben mal kurz drin waren. Naja, gut. Ja, hi Mini. Und tschüss Mini. Du bist eben auch schon so schnell hier vorbeigelaufen. Du wolltest gar nicht mit mir reden. Gib's doch einfach zu. Ach ja, wir gehen noch mal kurz da zur Hütte hin. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt nichts anderes machen. Ach so, ich könnte ja mal eben gucken, was... ja, Donald ist jetzt abgeschlossen, genau. Ja, cool. Ihn müssen wir dann noch ein bisschen leveln. Ja gut, das können wir jetzt natürlich nicht machen, wenn er schläft. Es sieht zwar schön hell aus, aber das ist nur ein wenig gefaked, muss ich zugeben. Ach so, das war ja auch gar nicht... Stitch, da braucht der Prinz Erik und ich weiß immer noch nicht, wie ich Prinz Erik bekomme, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir Ursula dann, ach, wir haben, Moment, wir haben die letzte von Ariel noch gar nicht gemacht, ah, ja dann, vielleicht bekommen wir sie auch da, ich bin mir nicht sicher, ich dachte, wir hätten jetzt schon alle davon gemacht, ja, heute ist es dann leider mal eine etwas kürzere Folge als sonst. Meine Stimme versagt, wie ihr gerade hören könnt. Ich versuche gerade gegen mich selber anzuschreien und bin immer nur noch am Räuspern. Aber im Endeffekt konnten wir jetzt mit der Geschichte erstmal abschließen, in Anführungszeichen. Zumindest mit Donalds Geschichte konnten wir abschließen. Und natürlich auch konnten wir Stitch ein neues Zuhause geben. Ich musste mal kurz einen Schluck trinken, weil ich habe gleich das Bedürfnis, einen riesigen Hustenanfall zu bekommen, wenn ich mich abmoderiert habe. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und halt, stopp. Eine kleine Sache haben wir noch. Und zwar habe ich einen Tipp bekommen. Ich habe jetzt gerade den Namen leider nicht im Kopf, aber es war auf jeden Fall in den Kommentaren. Und da hieß es, dass ich in den geheimen Raum nochmal gehen sollte und irgendwo am Bücherregal untersuchen sollte. Hier ist das Bücherregal. Interagieren. Ah, da tun wir mal... Ah.
Ja, cool. Die kann man nicht öffnen, oder? Oh, Lager. Die nehmen wir mal direkt mit. Das ist hier cool. Könnte man jetzt rein theoretisch auch als sein eigenes Lager wohl verwenden. Wobei, wenn ich jetzt mal gucke. Na gut, die haben jetzt nur diese zwei dann jeweils drin. Aber das ist ja cool. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Das ist nur Sitzen. Oh, hier ist sogar eine Werkbank, die wir benutzen können. Sehr geil. Ich habe so viele andere Spiele gespielt. Ich wollte gerade schon, wie bei Elden Ring hier, die Fässer kaputt machen, um ans Bücherregal zu kommen. Das, glaube ich, geht dann eher nicht. Schade, dass ich hier nicht F drücken kann. Ich hätte ehrlich gesagt gerne die Sachen hier mitgenommen. Aber das ist mal richtig cool. Das ist auf jeden Fall nochmal ein schönes Bild zum Ende. Hat jetzt nicht so lange gedauert, aber zumindest weiß ich jetzt endlich mal, was man mit dem Buch anstellen kann. Jetzt bedanke ich mich wirklich fürs Zuschauen. Endgültig werde ich dann auch sagen, tschüss, gute Nacht. Also für mich gute Nacht, für euch vielleicht guten Morgen oder Mahlzeit oder sonst was. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!